Wisst ihr noch, was er in 2014 gemacht hat? Ich schon. 2014 sind wir Weltmeister geworden. Und 2014 wurde der Wein für diesen Sekt hier geerntet. Unheimlich lange Zeit, wo man denkt, warum muss man denn so lange Zeit haben? Spitzenqualität bei Champagner oder eben auch bei deutschem Sekt ist, wenn der sehr lange reift. Und das ist genau das, was wir heute zeigen wollen. Wir wollen euch einen Wein zeigen, den wir von Hand gelesen haben, mit der Korbpresse gepresst haben, ganz sanft. Und dann war der mindestens 10 Monate in solchen Fässern. Und dann haben wir den eine Zeit lang liegen lassen im Tank und dann erst vor 18 Monaten dann erst in die Flasche gefüllt. Zur Flaschengärung, so wie man es mit Champagner macht. In der feinen Dosage von uns. Und mit dem Wein, Sekt, haben wir schon einige Preise gewonnen. Bester Sekt in Schweden zum Beispiel. Und ich muss ehrlich zugeben, für den lasse ich jeden Champagner stehen. Bis bald.